Hey Leute, was geht und willkommen zu einem weiteren deutschen The Satin Crew Video. Heute geht's um das deutsche Q&A. Ihr habt Fragen gestellt und wir werden sie jetzt beantworten. Heute bin ich auch nicht alleine. Mein Vater ist hinter der Kamera und wird jetzt gleich die ganzen Q&A-Fragen sozusagen vorlesen, dass wir so ein bisschen eine Interaction haben. Er liest sie vor, ich beantworte sie. Und ja, dann würde ich mal sagen, starten wir mal mit der ersten Frage. Auf jeden Fall. Auch von mir noch ein frohes neues Jahr. Wir fangen dann mal an mit der Frage, wann seid ihr denn das nächste Mal am Nürburgring? Also am Nürburgring werden wir das nächste Mal sein, sobald wir den A45S wieder abholen. Und wir hoffen mal, dass es in den nächsten paar Wochen auf jeden Fall ist. Genaues können wir noch nicht sagen, aber auf jeden Fall in den nächsten paar Wochen. Na, wir hoffen doch mal, dass in der nächsten Woche bereits die Installation der Akrapovic-Anlage stattfinden kann. Und dann geht's los. Ja, das wäre das Beste. Auf jeden Fall. Gut, zur nächsten Frage. Habt ihr ein Lieblingsauto? Eine Frage, die ja immer wieder kommt. Ja, also das beantworten wir auch immer mit dem gleichen Auto. Das ist unser Huracan Performante Spider auf jeden Fall, würde ich sagen. Was denkst du, Papa? Ja, doch, auf jeden Fall. Der Perfi hat für uns ja eine besondere Bedeutung und somit ist er wohl das, ja, doch, das Lieblingsauto. Ja. Ich hoffe, dass die McLarens das jetzt nicht gehört haben und die Porsches und die anderen Autos, weil wir haben alle Autos lieb, aber der Perfi hat eine besondere Bedeutung. Ja. Tja, dann auch immer wieder gern gefragt, warum habt ihr alles matt-schwarz folieren lassen? Jetzt könnte man natürlich sagen, weil wir keine anderen Ideen hatten. Nein, aber das ist natürlich nicht der Grund. Nee, und erstmal ist es ja auch nicht matt, es ist Satin, also seidig. Und wir haben uns eigentlich für die Farbe so entschieden, weil es sieht einfach so Stealth-Bomber-mäßig aus und dieses Schwarze mit diesem Seidigen. Du hast einfach so viel Kontrast auf dem Auto und kannst jede Form und alles viel, viel besser sehen, als wäre es einfach Hochglanz. Und wir hatten schon immer alle Autos eigentlich in so Monochrom-Farben, so wie Grau, Weiß oder Schwarz. Und da war dann Satin Black sozusagen für uns the way to go. Genau, ist ja eigentlich so ein bisschen durch Zufall entstanden, ne? Ja. Als wir damals, ich glaube beim Race war es am besten zu sehen. Ja, aber der erste war der G. Der G war der allererste matt-schwarz, dann kam der Performante. Ja, das stimmt, da hast du recht, ja, ja. Genau. Genau. Aber mir ist es extrem aufgefallen beim Race, dass die Konturen des Autos komplett anders und deutlicher rüberkommen und das Auto wirkt dadurch viel, viel schöner. So, können wir gleich anschließen, passt ganz gut zu dem Thema. Wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, euch The Satin Crew zu nennen? Antwort liegt auf der Zunge. Ja. Also The Satin Crew, wie bei der letzten Frage, die Autos sind alle Satin und Satin Black. Also haben wir gedacht, komm, nennen wir uns einfach The Satin Crew, weil die Crew sind die Autos, die wir haben. Das ist sozusagen deren eigenen Crew. Und Satin, weil jedes Auto Satin Black ist und wir wollten uns nicht einschränken auf die Farbe Schwarz. Deswegen haben wir den allgemeinen Begriff genommen, The Satin Crew und nicht The Satin Black Crew. Dann geht's weiter mit der Frage, kann man mal mitfahren? Das kann man auf jeden Fall mal, wenn man sich trifft. Jedoch ist es natürlich aktuell etwas schwer zu sagen, wann und wo. Durch Covid-19 müssen wir natürlich schauen, dass wir auch alle Abstand halten und uns an alle Regeln sozusagen halten. Aber wenn man sich mal trifft, dann kann man das bestimmt irgendwie machen. Naja, wir haben ja auch geplant, wenn dann die Covid-19-Auflagen es irgendwann zulassen, so den einen oder anderen Roadtrip zu machen. Ja. Denn diese Frage kommt ja doch recht oft. Und da wir es ja sehr schätzen, uns mit Gleichgesinnten auszutauschen, wäre das sicherlich irgendwann mal möglich. Hundertprozentig. So, was ist denn euer Traumauto? Ob erschwinglich oder nicht? Also es ist ein Auto ja im Kopf auf jeden Fall, was wir sehr, sehr, sehr gut finden. Und das wisst ihr auch alle. Wir sind ein großer Fan von McLaren Senna. Carrera GT ist immer noch eins der coolsten Autos, die jemals gebaut worden sind. Aber das auf wirklich ein Auto festzulegen, ist sehr, sehr schwer, finde ich. Was denkst du, Papa? Ja, doch, das denke ich eigentlich auch. Also Senna ist schon ziemlich cool. Carrera GT ist immer noch schade, dass wir ihn nicht im Bestand behalten haben und wieder verkauft haben. Aber im Nachhinein passiert. Ist man immer schlauer. Das passiert dann halt. Ja, wollen wir mal schauen. Ne? Neues Jahr, neues Glück und wir werden schauen, was sich so ergibt. Ja, es kann alles passieren. Genau. So, wie viele Autos habt ihr im Moment in der Kollektion? Ich weiß es gar nicht. Aktuell 19, glaube ich. Aktuell sind es 19 Autos, ja. 19 Autos, ja, genau. Auch eine gute Frage. Welches Auto könntet ihr als ersten kleinen Sportwagen empfehlen? Und dann hat er aufgeführt hier,
unser lieber Fragesteller, A35S, M2 oder RS3? Gut, sind natürlich eigentlich keine echten Sportwagen, muss man dazu sagen. Also der M2 coole, kompakt zählt als kleiner Sportwagen. Aber ich glaube, er meinte auch, ich habe die Frage auch gelesen, ich glaube, er meint A45, nicht A35. Aber passiert ja jedem Mal, dass man sich verschreibt. Ja, stimmt. Von den Sinn. Drei Autos, also als Sportwagen würde ich den RS3 schon mal komplett rausnehmen, um ehrlich zu sein. Das ist ein mega cooles Auto, aber ist einfach nichts Sportliches. Oder Sportwagen würde ich einfach wirklich sagen, ich glaube, M2, das ist das nächste am Sportwagen da. Auch in der Preiskategorie sozusagen. Ja, das stimmt schon. Irgendwie ist der M2, insbesondere unser M2 CS, wahrscheinlich schon der sportlichste von den dreien, die wir in dieser Klasse haben. Wobei wir mal schauen müssen, wie der A45S sich dann jetzt nach dem Tuning verhält. Denn da verspreche ich persönlich mir eine ganze Menge davon. Also, aber man muss auch dazu sagen, dass man natürlich für das Geld, weil es geht ja allgemein um die Sportwagen, für das Geld vom M2 zum Beispiel, da kriegt man ja auch schon Cayman. Und ich, also da ist ja ein Cayman nochmal ein bisschen mehr Sportwagen als ein M2, finde ich persönlich. Da siehst du, Alex, jetzt weiß, ich wollte gerade sagen, jetzt weiß natürlich jeder Bescheid, warum der GT4 im Dezember noch gekommen ist. Ja, wollen wir mal schauen. Damit geht es ja nächste Woche auch los. Ja. Na, Saturn, PPF etc. Lassen wir uns mal überraschen. Der wird sehr cool. Okay, geht's weiter zu der Frage, die auch immer wieder gern gestellt wird. Erstes Auto, kannst du für dich beantworten, ich für mich beantworten? Mein erstes Auto war ein 2017er Mini John Cooper Works. Ich habe das Auto geliebt, hatte eine extrem laute Abgasanlage und hat mega viel Spaß gemacht. Meiner war in Thunderstorm Grey, also so eine Art Nardo-Grau, nur ein bisschen dunkler. So. Ja, und mein erstes Auto, das ist natürlich schon Lichtjahre her, da gab es ja noch gar nicht so viele Modelle, ich bin ja schon steinalt. Mein erstes Auto war ein wunderschöner orangefarbener Opel Kadett. Ich glaube, das war die Baureihe D, 60 PS, Stufenheck, war jetzt also nicht so unbedingt der große Reißer, aber hat mir gute Dienste getan. Und er war orange, das wäre wahrscheinlich mittlerweile schon fast wieder eine Trendfarbe. Ja, also, auf jeden Fall. Ja, leiten wir gleich über zur nächsten Frage, wie viele seid ihr? Das zwei, ja, genau. Ganz gleich, mein Papa und ich, das war's. Ja. Genau, wobei wir immer dankbar sind, dass unsere Familie uns im Hintergrund kräftig unterstützt. Ja, und auch natürlich Familie, Freunde, die alle auch immer mal die Autos fahren. Also wenn ihr auf Videos seht, dass zum Beispiel mehrere Leute oder mehrere Autos unterwegs sind, sind Freunde oder Familie natürlich auch am Steuer. Wir können nur zwei Autos zusammenfahren. Ja. So ist es. gute Frage, warum sieht man deinen Vater nie? Ja, ich bin einfach nicht so fotogen wie der Alex. Nee, aber wir müssen ja auch noch manche Überraschungen sozusagen lassen. Jetzt habt ihr schon mal seine Stimme, jetzt könnt ihr ihn hören. Und dann irgendwann kommt auch mal ein Gesicht dazu. Aber wer weiß wann? Ja, doch. Also, ich denke schon. Schauen wir mal. So, das ist auch eine spannende Frage. Welches Auto habt ihr am längsten? Tja. Den G. Ja, weil dazu muss man aber vielleicht erklären, woran das liegt. Als wir uns damals entschlossen haben, in die Richtung Saturn Black zu gehen, haben wir halt ein bisschen aufgeräumt. Ne? Ja, wir haben sozusagen alles, was nicht Saturn Black war, verkauft. Und deswegen ist aktuell das Auto, was wir am längsten haben, auf jeden Fall die G-Klasse. Und die haben wir jetzt 1,5, 2 Jahre irgendwie sowas. Ja, 2 Jahre. Werden jetzt 2 Jahre. Genau, er ist damit der Älteste im Stall und der wird sicherlich auch für eine ganz, ganz lange Zeit bleiben. Generell muss man ja immer dazu sagen, dass wir auch in der Vergangenheit unsere Autos nie länger als 2 oder 3 Jahre gehabt haben. Allerdings fangen wir jetzt ja so ein bisschen an, in der Kollektion auch Autos aufzunehmen, die man als Keeper sehen sollte und die wir dann sicherlich nicht so wahnsinnig schnell verkaufen. Schauen wir mal, ne, was sich noch alles ergibt. So, eine Frage, ja, die stelle ich mir auch immer. Alex, was machst du eigentlich beruflich? Was macht Alex beruflich? Das ist eine gute Frage. Also aktuell hauptsächlich natürlich YouTube und Instagram. Und das ganze andere, das werdet ihr vielleicht irgendwann mal erfahren, aber aktuell noch nicht. Genau, so. Oldtimer, welcher Oldtimer wäre euer Favorit? 300 SL. Ja. Oder ein F40. Na, das ist für mich noch kein Oldtimer. Das ist ein geiles Auto, ein F40, aber für mich kein... Also Porsche wäre natürlich... 356 Porsche.
ja, muss man dazu sagen, wir haben mal in der Vergangenheit, das passt ja zur Frage ganz gut, mal durch Zufall eine Pagode gehabt, Mercedes Pagode gehabt, irgendwie, ich glaube, das war Baujahr 56. Aber es ist irgendwie zum Anschauen wunderschöne Autos, die Oldtimer. Aber wir können leider nicht schrauben und dadurch, ja. Und vom Fahren ist es auch nicht das Beste sozusagen. Ist logisch, ist ja alt, ältere Technik. Ja. Ja. Ja, ich denke auch. So, weiter geht's mit der Frage, gibt's denn irgendwann mal ein Audi R8 in der Crew? Falls ihr uns schon länger verfolgt auf Instagram, wir hatten sogar mal theoretisch ein Audi R8 V10 Performance. nur das lief nicht so, wie wir es geplant hatten. Brandneues Auto und ist eine lange Geschichte, aber durch diesen Vorfall wird es kein Audi R8 bei uns geben und wahrscheinlich auch in der Zukunft nicht so viele Audis. Aktuell haben wir noch den RS3, aber ob da ein neuer Audi kommt, eher nicht. Ja, man kann ruhig ganz deutlich sagen, Audi hat sich ziemlich schlecht verhalten, ja. Weil es dort Probleme gab und ja, da sind andere Hersteller auf jeden Fall im Kunden Support und Service deutlich besser. Deswegen auf jeden Fall keine Acht. Nächste Frage. Nehmt ihr auch an Messen teil? Am Messen teil als The Setting Chrome logischerweise noch nie. Wir sind früher immer mal zum Genfer Autosalon gegangen. Aber sonst, ob wir irgendwann mal auf einer Messe sind, vielleicht sogar mit dem Stand, wer weiß. Ich meine, kann alles passieren, aber ist jetzt aktuell noch nicht geplant und wer weiß, ob die Messen jetzt überhaupt wieder mal aufmachen, von dem her. Ja, das muss man einfach abwarten. Ja. Die Welt wird sich verändern und klar, unser Ziel ist es natürlich, möglichst auch präsent zu sein, um den Kontakt zu euch allen zu haben. Ob das nun anlässlich von Messen ist oder von Meetings, die man selbst organisiert, das müssen wir halt mal schauen. Okay, kommen wir gleich zur nächsten Frage. Findest du die Folierung nach einer Zeit langweilig? Nö. Also persönlich wirklich null, weil der Punkt ist ja, wir kaufen die Autos immer in Hochglanzschwarz, wie jetzt zum Beispiel der 718 GT4. Das Auto kommt in Hochglanzschwarz, sieht wirklich schön aus und dann sobald ein kleines Stück von diesem Satin PPF auf dem Auto ist, ist dieser Unterschied so gigantisch und deswegen ist es jedes Mal für uns auf jeden Fall ein Wow-Faktor, das zu sehen und ich glaube nicht, dass es in der Zukunft langweilig wird und wenn das Schwarz langweilig wird, können wir ja immer noch theoretisch, keine Ahnung, einen Orangen in Satin machen und so. Das ist ja alles nicht unmöglich. Auch eine spannende Frage, finde ich eigentlich ganz gut. Habt ihr schon mal schlechte Erfahrungen mit euren Sportwagen in der Öffentlichkeit gehabt? Ja. Ja, das bleibt leider nicht aus. Also es gibt eben nicht nur Auto-Enthusiasten. Nee. Die die Passion mit uns teilen wollen und das super finden. Viele finden es natürlich auch protzig und ja nicht notwendig. Was man respektieren muss und was wir auch respektieren, muss man wohl so sehen. Ja. Deswegen fahren wir auch zum Beispiel nicht viel durch Städte. Wir wollen ja auch keinen nerven, dass die Autos so laut sind oder so. Deswegen sind wir eher auf Landstraßen unterwegs oder Autobahnen und so. Aber ja, es passiert, wie mein Vater sagte, und es gehört einfach dazu, würde ich sagen. Coole Frage, weil die können wir, glaube ich, sehr gern beantworten. Mit welchem Auto habt ihr die größten Probleme? Na, was schmunzelst du da? Also Probleme gibt es ja mit dem einen oder anderen immer mal wieder, aber eigentlich müsste man da noch anschließen. Und wie verhält sich denn der Hersteller oder der Servicepartner, wenn es Probleme gibt? Und ich finde, da können wir gut was Also sagen. Nicht überraschend sind die meisten Probleme bei den McLarens. Es sind immer mal kleine Probleme, es ist jetzt nichts Drastisches oder so. Aber unsere Jungs bei McLaren Monaco und McLaren München sind wirklich top. Und deswegen werden alle Probleme immer sofort wieder sozusagen repariert und dann sind die Autos perfekt. Ich meine, wir lieben die Autos, wie ihr seht, wir haben viele davon. Und ja, das gehört einfach zu McLaren dazu, ist so ein kleiner Charakter. Also würde ich sagen. Ja, man muss dazu mal sagen, McLaren ist ja noch relativ neu als Automobilhersteller. Ja, ist eine junge Firma. Ja, ist eine neue Firma, junge Firma, genau. 9 oder 10 Jahre bauen sie jetzt im Prinzip in dieser Art und Weise Straßenfahrzeuge. Und wir können ja für unseren Teil sagen, wir sind ja noch relativ frischer Kunde dort, aber ja schon mit einigen Autos jetzt vertreten, dass die Autos einfach etwas Besonderes sind. Ja, und vom Fahren sind sie einfach unglaublich. Sie sind einfach unglaublich cool und ich glaube, diese Marke wird noch ganz, ganz große Ziele erreichen. Wir freuen uns, dass wir Teil der McLaren-Familie geworden sind. Also das ist einfach so. Ja. Okay, dann geht es weiter. Auch immer wieder die Frage, wo ist euer Hauptwohnsitz?
London. Unser Hauptwohnsitz ist aktuell in London auf jeden Fall. Wie gesagt, es gibt keine genauen Adressen. Wir sind immer noch gerne privat ein bisschen unterwegs. Genau, und wir verbringen auch viel Zeit an der Côte d'Azur. Ja. Und London ist auch eine wunderschöne Stadt. Das ist auf jeden Fall so. So, passend zu der Frage zum R8 auch noch die Frage, wie sieht es eigentlich aus mit dem RS6? Wäre das was für euch? Wir hatten sogar zwei von den RS6-Vorgängern, also von dem vor dem aktuellen RS6 hatten wir zwei. Die waren auch mega, aber der neue, von dem, was man so hört, ist er einfach, hat er keine Emotion. Da ist nichts wirklich Spannendes mehr bei dem Auto. Und wir haben den Urus und da brauchen wir einfach keinen RS6. Jetzt haben wir auch noch den GT63S, den M5. Und da ist kein Platz für einen RS6, sagen wir es mal so. Ja genau, hängt auch natürlich ein bisschen damit zusammen, wie Audi sich damals verhalten hat als Hersteller. Es ist ja kein Problem, wenn man ein technisches Problem hat mit einem Auto, aber es ist immer ein Problem, wenn man damit nicht vernünftig kulant richtig umgeht. Ne? Also das muss man, ja, kann man da einfach ganz klar so mit in diese Ecke schieben. So, dann haben wir die Frage, ja, auch immer wieder gern genommen, die Frage, wie viel würde es kosten, alle eure Autos einmal vollzutanken? Das hatte ich bei dem englischen Q&A beantwortet. Genau. Das waren 1862 Euro, waren das, glaube ich, oder 1860. Aber es kommt natürlich immer auf die Benzinpreise an, wo man tankt. Also es ist wahrscheinlich eher in die Richtung von 2000 Euro, denke ich mal. Ja, es gibt noch zwei Punkte mehr. Ab heute ist die Mehrwertsteuer wieder erhöht. Die CO2-Steuer ist erhöht. Und zwei neue Autos in der Kollektion. Und zwei neue Autos. Das heißt, der Liter Benzin kostet ab heute im Durchschnitt mindestens 10 Cent mehr pro Liter. Und genau wie du sagst, es sind zwei weitere Autos dabei dann. Ja. Also über 2000 Euro, würde ich sagen, jedes Auto einmal voll zu tanken. Genau. Auch immer wieder gern genommen die Frage, für dich kein Problem zu beantworten. Ich bin eben schon steinalt. Wie alt seid ihr? 20. Und 52. Ja. So, ist das auch geklärt. Krassestes Auto und normalstes Auto in den letzten 10 Jahren? Ich finde, krassestes Auto ist immer so schwer zu beantworten. Für mich ist die Nummer 1 der Carrera GT. Aber man muss dazu auch sagen, wir hatten noch einen CLK DTM, was natürlich auch ein extremes Auto ist. Aber ich bleibe einfach mal beim Carrera GT. Und normalstes Auto war die Frage, richtig? Genau. Normalstes Auto ist dann die V-Klasse, in der wir jetzt gerade sitzen, würde ich mal sagen. Na, wenn wir aber die letzten 10 Jahre zurückgehen, also die Frage war ja bezogen auf den Zeitraum der letzten 10 Jahre, da würde ich sagen, wir hatten mal einen Range Rover Evoque. Stimmt, ja. In London, weil wir sonst ja nur Linkslenkerfahrzeuge fahren, mit deutscher Zulassung, wie ihr immer sehen könnt. Aber unser britisches Auto so zum normalen Einkaufen etc., weil es ist schon schwierig, mit dem Linkslenker in London einen Parkschein zu ziehen. Ja, deshalb muss dann immer mal ein englisches Auto in der Kollektion sein, zumindest so für das tägliche allerlei. Und ein Range Rover Evoque, ich finde, das war übrigens ein richtig, nach wie vor richtig, sehr gutes Auto, richtig cooles Auto. Ja, dann geht's weiter mit der Frage, wie läuft eine Auslieferung bei Rolls-Royce ab? Wahrscheinlich sogar nicht so spannend, wie ihr euch das sozusagen vorstellt. Also man geht da logischerweise hin, wird nett empfangen und dann steht das Auto in der Mitte mit einem schönen großen Tuch drüber. Es gibt ein Glas Champagner, das Tuch wird vom Auto abgezogen, man hat eine Einführung. Und ja, es ist sozusagen wie bei jedem anderen Auto, was man abholt. Es ist natürlich ein besondereres Event, weil es ein Rolls-Royce ist. Aber sozusagen die Auslieferung an sich ist nicht so anders, also finde ich jetzt persönlich. Wenn man bei Audi einen RS3 kauft, hat man fast das gleiche Prozedere, um ehrlich zu sein. Ich finde auch. Also die meisten Händler geben sich ja unabhängig von der Marke ziemlich große Mühe. Und so muss es ja auch sein. Jeder Händler, jeder Verkäufer muss sein Produkt lieben. Dann kann er es erfolgreich verkaufen. Und ich denke auch, das ist eigentlich nicht so besonders, wie man sich das vorstellt. Nee. Was ein bisschen schade ist, aber das hängt eben auch dann mit Zoll und umsatzsteuertechnischen Dingen zusammen, dass man eigentlich sinnvoll keine Abholung im Werk machen kann. Das wäre vielleicht nochmal spannend. Das wäre sehr schön. Genau, aber wird jetzt wahrscheinlich durch den Brexit niemals stattfinden. Nee, so ein bisschen das ist sehr schwer, wenn überhaupt. Dann eine technische Frage, so zum Thema YouTube passt das eigentlich ganz gut. Welche Kamera und Halterung benutzt ihr für die POV-Aufnahmen? Für die Point-of-View-Aufnahmen, da benutzen wir eine GoPro Hero 8 Black. Und entweder nehmen wir einfach diesen Headstrap, den man nehmen kann, oder haben wir auch so ein Mouthguard, was man in den Mund macht, und dann hast du die perfekte POV sozusagen vom Lenkrad, wie du fährst.
Okay, weiter geht's. Sieht man auch bald mal Motorräder bei euch? Motorräder sind auf jeden Fall nicht in der Planung. Manche Motorräder sehen natürlich mega cool aus und könnten in der Collection auch optisch sehr cool sein. Aber ist auf jeden Fall nicht geplant und wir mögen einfach 4 Räder lieber als 2. Sind auch sicherer. Ja, ne? Viel sicherer. Wir haben ja viele, viele Freunde, insbesondere an der Côte d'Azur, ja, im Motorradbereich, mit dem wir auch viel zusammen machen, viel unterwegs sind. Ja. Wir fühlen uns sicherer auf 4 Rädern, das stimmt ja schon, ja. Auch wieder eine Frage, die immer gern gestellt wird in unterschiedlicher Form. Welche Bedeutung steckt hinter dem Kennzeichen? Also warum steht da nicht sexy? Wobei 99% der Menschen lesen erstmal sexy. Das ist auch wirklich eine Frage, ich glaube, die kriegen wir mindestens 20 Mal am Tag gestellt. Also, unsere Kennzeichen sind ja SEYX, also Sykes sozusagen. Und das YX hat eine Bedeutung für meinen Vater und mich. Und deswegen ist es nicht sexy und es ist halt immer so lustig zu sehen, wenn eine Person am Auto vorbeiläuft, lesen sie zum Beispiel einfach, ah, sexy 5 und denken halt, dass es lustig ist, weil es ein M5 ist und die denken, dass auf dem Nummernschild sexy steht. Aber ja, wie gesagt, es ist Sykes und für uns hat das eine Bedeutung und deswegen haben wir es nicht sexy genannt. So, und dann würde ich sagen, schließen wir mal mit einer letzten Frage ab. Wir haben das da so ein bisschen sortiert. Vieles hat sich überschnitten, weil viele Fragen eben auch mehrfach gestellt werden von unseren Freunden auf Instagram und YouTube. Und die letzte Frage dann für heute ist, welches der Autos hat bei euch aktuell am meisten Kilometer gelaufen? Ja, die G-Klasse auf jeden Fall. Ja, ich überlege jetzt gerade, ich glaube die G-Klasse. Ne? Die G-Klasse ist jetzt etwas über 40.000 Kilometer. Ja, irgendwie sowas. Aber ja, der G ist also der längste bei uns und also den wir als längsten haben und auch mit den meisten Kilometern auf jeden Fall. Genau, genau. Das ist ja auch unser Arbeitspferd, den wir einsetzen, um den Trailer zu ziehen und der G. Also wir haben in den letzten 30 Jahren, ich weiß gar nicht, wie viele Gs gehabt, aber ein G muss immer dabei sein. Wir lieben den G, er ist der einzig wahre, auch wenn wir unseren Urus lieben, aber der G ist der G und der steht für sich allein. Der G ist einfach eine Ikone. Das ist einfach so. Ja. Perfekt, also ich würde sagen, wir sind jetzt fertig mit dem Video. Ja. Ich hoffe, du hattest Spaß, das erste Mal im Video dabei zu sein. Ja, doch, doch. Ist ja heute, ist ja Feiertag. Ja. Wunderbar, ne? Da hat man Zeit, sich um diese Dinge mitzukümmern. Das macht Spaß, keine Frage. Und ich denke, wir wünschen allen erstmal weiterhin einen guten Start in ein gesundes, glückliches Jahr 2021. Wir hoffen, dass der Corona-Wahnsinn uns alle verschont und wir im Laufe des Jahres wieder etwas normaler leben können, um uns dann mehr und mehr an unterschiedlichen Orten, auch diese Fragen kommen ja gerne mal zu treffen, um uns auszutauschen über die verrückten Autogeschichten, die es so gibt. Dafür sind wir eine schöne Zeit zusammen. Genau, dafür sind wir Petrolheads. Also, in dem Sinne. Von dem her, vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt dran zu abonnieren und dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Mal. Ciao.